Hallo Leute, heute lernen wir, wie kann man auf Russisch lesen. Ich glaube, es gibt viele Videos zu diesem Thema auf YouTube. Aber meistens, da ist das ganze Alphabet. Und wir beginnen nur mit ein paar Buchstaben. Ich bin keine Lehrerin für Russisch als Fremdsprache. Ich mache das zum Spaß. Meine Methoden sind total unprofessionell. Los geht's! Es gibt Buchstaben im Russischen und im Deutschen, die gleich aussehen. Manchmal klingen sie auch gleich. Fangen wir mit ihnen an. Hier sind sie. M, K, S, T, O, A, J. Kommt euch bekannt vor, oder? Jeder Buchstabe steht für ein oder zwei Laute. Ich sage zuerst den Buchstaben, dann den Lauten. Ihr könnt mir nachsprechen. M, 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 K, 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 S, 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 T, 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 O, O, A, 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 Je, E. O und A lassen den Konsonanten hart klingen. Je lässt den Konsonanten weich klingen. Zum Beispiel das Wort Mama. Natürlich habt ihr es erraten, das bedeutet die Mutter. Lesen wir aber zuerst mit den Lauten. M, A, M, A. Und alles zusammen. Mama. Es gibt eine Betonung, denn im Russischen ist nicht immer klar, wo er hingehört. Noch ein Beispiel. Most. Das bedeutet die Brücke. M, O, S, T. Most. Folgendes Beispiel. Sto. Das 100. S, T, O. Sto. Nun wollen wir sehen, wie sich der Buchstabe je verhält. Das Wort Thema. Das bedeutet natürlich Thema. Je macht den Konsonanten weich. T wird T. T, E, M, A. Thema. Noch ein Wort. Keta. Ketalachs, ein Fisch. K, E, T, A. Keta. Je klingt fast wie E. Keta. Thema. Noch ein Beispiel. Text. Noch ein bekanntes Wort. T, E, K, S, T. Text. Es gibt drei Konsonanten in einer Reihe, aber ist für die Deutschen kein Problem. Jetzt versteht ihr, wo lesen wir harte Konsonanten und weiche. Es gibt natürlich mehr Regeln, aber die werden in anderen Videos erklärt. Letzte Sache für heute. Wo und warum lesen wir
O als A. Russisch hat betonte und unbetonte Vokale. Betonte Vokalen lesen wir immer wie im Alphabet. Aber unbetonte O lesen wir immer wie A. Zum Beispiel das Wort Asa, die Wespe. A hat die Betonung und wir lesen O als A. A, S, A. Asa. Noch ein paar Wörter. Das K, die Sehnsucht. A hat die Betonung, wir lesen O wie A. T, A, S, K, A. Das K. Matok, die Docke. M, A, T, O, K. Matok. Hier sehen wir den Unterschied zwischen betonte O und unbetonte O. Am Ende wiederholen wir alle heutigen Regeln. Schreibt die auf. Die Konsonanten können hart und weich sein. O und A geben uns harte Konsonanten. J gibt uns weiche. Die Buchstaben mit einer Betonung lesen wir immer wie im Alphabet. Das unbetonte O lesen wir als A. In der Beschreibung, ihr findet ein PDF-File mit Wörtern zum Lesen, natürlich mit Übersetzung ins Deutsch und Englisch. Schreibt mir in die Kommentare, ob dieses Thema interessant war. Daumen nach oben und alles Gute für euch heute. Tschüss!